Freunde, nicht stören lassen, ich bin ein kleines bisschen erkältet, aber ich zeige euch heute zwei Pinterest-inspirierte Frisuren. Man sieht ja immer Frisuren und weiß nicht, wie die gemacht sind, aber die sind so cool, man sieht die gefühlt überall im Internet. Und heute zeige ich euch zwei davon, die ich einfach mega cool finde. Wenn ihr noch mehr solcher Pinterest-Frisuren habt, dann verlinkt mich auf Instagram oder Twitter und dann kann ich auch mehr solcher Videos machen. Für all diejenigen unter euch, die vor allem meine Frisuren-Tutorials lieben und die am liebsten mehr haben wollen, habe ich am Ende des Videos noch eine Ankündigung, also bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den Frisuren. Ich beginne damit, dass ich meine Haare antupiere. Hierfür benutze ich das Nivea Diamant Haarspray und das gebe ich immer auf die abgeteilte Strähne und tupiere sie danach an. Lege sie zum Trocknen nach vorne und dann mache ich das Ganze noch mit dem ganzen Oberkopf. Anschließend kann ich alle Haare nach hinten nehmen und kämme sie leicht mit meinen Fingern nach hinten. Nun kann ich alle Haare vom Oberkopf zusammenfassen und flechte sie zunächst in einen ganz normalen dreisträngigen Zopf. Wenn ich ungefähr die Mitte meiner Haare erreicht habe, nehme ich mir zwei der drei Strähnen zusammen. Somit habe ich jetzt nur noch zwei Strähnen und flechte einen Fischgrätenzopf. Der geht so, dass ich immer eine ganz kleine Strähne mit meinem Zeigefinger abteile und lege ihn auf die andere Seite. Das geht am besten, wenn ihr den Zeigefinger von hinten in die Strähne steckt. So teilt ihr das am einfachsten ab. Und das mache ich dann bis ganz unten. Mit einem durchsichtigen Haargummi mache ich das Ganze zusammen und ziehe den ein kleines bisschen nach unten, damit ich Platz habe, um die Haare aufzuziehen. Das mache ich dann auch. Ich mache alles so schön fluffig wie nur möglich und ziehe alles auf, um es schön voluminös und messy wirken zu lassen. Anschließend nehme ich mir zwei Strähnen von vor den Ohren und bearbeite sie wieder mit Haarspray, um sie ein bisschen griffiger zu machen. Die nehme ich dann nach hinten und mache erstmal einen ganz normalen Knoten rein. Den stecke ich dann mit einem Bobbypin fest. Anschließend machen wir eine ganz normale Schuhschleife, also wirklich wie beim Schuhbinden. Und so entsteht diese wirklich schöne Schleife. Wie ihr wisst, ich liebe Schleifen. Und dann steckt ihr auch das mit zwei Bobbypins fest, am besten über Kreuz. Noch vorne ein bisschen alles richten und voluminöser machen und dann ist diese wunderschöne Frisur fertig. Für die zweite Frisur teilen wir unsere gesamten Haare erstmal in zwei Teile, also mit einem Mittelscheitel. Die eine Seite mache ich jetzt erstmal aus dem Weg. Ich habe mir hier jetzt einfach irgendeinen Dutt gemacht. Und begeben wir uns erstmal an die offene Seite. Ich bereite meine Haare mit dem Diamant-Haarschaum von Nivea vor, um sie wieder griffig zu machen und damit die einfach halten, weil da hinten sind viele kleine Babyhaare, die sonst immer rausgucken. Und dann geht ihr am besten kopfüber, setzt euch auf einen Stuhl oder so und kippt euren Kopf nach vorne, dann geht es am besten. Kämmt die Haare nach unten oder oben, je nachdem. Und dann nehmt ihr euch eine Strähne unten und flechtet einen holländischen Zopf. Ich verlinke euch unten mal ein Video, wo ich das euch genauer gezeigt habe. Das war ein bisschen schwierig zu zeigen, weil ich auch nichts gesehen habe hinten im Kopf. Im Grunde nimmt man aber immer nur Haare von der Seite dazu und legt sie dann unter die mittlere Strähne und nicht wie bei dem französischen Zopf oben drauf. Das macht, dass das alles so einen besonderen Effekt hat. Oben angekommen binde ich das nur noch mit einem durchsichtigen Haargummi zusammen. Und dann tupiere ich mir meinen Pferdeschwanz ein kleines bisschen an und forme und drehe einen Dutt daraus. Anschließend stecke ich das mit Bobbypins fest. Fertig ist die eine Seite und jetzt flechten wir nur noch die andere.
Und die werden wir genauso bearbeiten und zwar wieder antupieren, um ein bisschen Volumen und Griffigkeit reinzubekommen. Und dann forme ich auch da wieder einen Dutt heraus. Wieder mit Bobbypins feststecken und mit ganz viel Haarspray fixieren. Und fertig ist diese coole Miley Cyrus Mickey Mouse Frisur. Ich hoffe, euch haben die Frisuren gefallen. Verlinkt mich auf euren Fotos, wenn ihr die Frisur nachmacht. Dann kann ich das liken. Jetzt kommen wir noch kurz zu der Ankündigung. Diejenigen, die meine Frisuren-Tutorials cool finden, haben ab sofort die Chance, mich regelmäßig auf dem YouTube-Kanal von Nivea Deutschland zu sehen. Dort werde ich euch Frisuren zeigen und Tricks und Tipps. Noch ein bisschen intensiver als auf meinem Kanal, wo es ja mal ein bisschen breit gefächerter ist. Das erste Video ging auch schon letzten Donnerstag online, also klickt mal auf den Link in der Infobox, dann könnt ihr euch das anschauen. Abonniert den Nivea YouTube-Kanal auf jeden Fall, um kein Video zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann dort. Ihr könnt euch auch noch hier mein letztes Video angucken oder meinen letzten Weekly-Vlog, den findet ihr hier. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und macht es gut. Tschüss!